Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Game zum Montag. Heute mit etwas, das man theoretisch von früher aus kennen sollte. Nicht unbedingt das Spiel, aber ja doch, man könnte sagen, die Fernsehserie. Und ich sag einfach mal, ich hoffe, ihr könnt alle was damit anfangen. Auf jeden Fall, wie gesagt, mit der TV-Serie von damals, ja. Aber nein, ich spreche vom Spiel, von einem Spiel. Und zwar von dem hier. Tasmania für den Sega Mega Drive. Erschienen unter anderem auch, soweit ich weiß, für den Game Gear, den Handheld, ja. Natürlich das Master System und auch dann ein Jahr später, soweit ich weiß, für das Super Nintendo. Mhm. Tasmania, wer kennt den guten Tas nicht mehr? Sollte man kennen aus den Looney Tunes, meinetwegen auch aus Space Jam oder so. Fantastischer Film übrigens. Aber heute geht es um dieses Spiel hier. So sieht das Ganze von hinten aus, hier ein kleines bisschen die Folie kaputt, aber naja, kann man nichts machen. Die Bilder, ziemlich unscharf. Oh, da, die Schildkröte. Ich erinnere mich so halbwegs noch an die Serie, ja. Aber wo ist denn jetzt hier Deutsch? Da ist Deutsch. Zuerst, der tasmanische Teufel ist hungrig und rastlos. Doch seine Jagdgründe sind voller gefährlicher Hindernisse. Helfen Sie Tess, seine Feinde zu vernichten und alle Hürden zu überwinden. Manche Feinde bieten mitunter enormen Widerstand. Aber die werden eben einfach aufgefressen. Ja, gut. Lass mich mal ein Ja suchen. Das müsste hier unten sein. Scharfstellen bitte. Da, 1992. Für das Sega Mega Drive erschienen, wie gesagt, ein Jahr später, 1993, für das Super Nintendo. So, dann haben wir hier die Cartridge. Für alle, die noch nie eine Cartridge gesehen haben. Vom Sega Mega Drive, ja, so sieht das Ganze aus. Guter Zustand, ja. War ein guter Kauf. Jetzt muss nur noch das Spiel gut sein. Und wir haben natürlich noch eine Anleitung. So, sehr gut. Wir hatten schon länger keine Anleitung mehr. Wow, so ein längliches Format hier. Oh Gott, ich hasse sowas. Auf einer Seite alle Sprachen, ne? Vorbereitung. Spielstart, ja. Oder einfach nur starten. Ich hoffe mal, wir haben... Okay, das könnt ihr meinetwegen lesen. Bahn frei für Tess. So, könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Einfach nur, ne? Ja, da steht nichts mehr. Spielsteuerung werde ich dann schon herausfinden. Aktionstasten, bla bla blups. Hier Startbildschirm offensichtlich. Schön. Ansonsten kein Bild oder sowas. Das Optionsbild, ja. Schön. Wow, da nochmal das Startbild vermutlich. Schön. Dann haben wir hier Easy oder Hard oder was auch immer. Keine Bilder, nee. Oh, das legendäre Super-Eye. Das legendäre Super-Eye, Leute. Könnt ihr euch, ne? Durchlesen. Und das hier ist der Vater von Tess. Sollte man kennen. Der Vater, der gute Vater. Dann haben wir hier ein weiteres Ingame-Bild. Sieht beinahe ein bisschen gut aus, muss ich sagen. Ah, ich hoffe, das wird keine Blamage werden, denn... solche Sega-Spiele, die damals basierend von irgendwas aus dem TV entstanden sind, die sind meistens nicht so gut. Das haben wir hier. Wegweiser soll das sein, keine Ahnung. Hier Pfeile. Pfeil zu einem Ei. Imbisse. Da steht's, Imbisse, cool. Dann haben wir hier irgendwas, was auch immer das sein soll. Hier haben wir Fisch, hier haben wir Hühnchen, hier haben wir Obst, was weiß ich. Gastank oder so und ein Stern. Ich nehme an, irgendeines davon macht uns unverwundbar. Das dürften dann vermutlich Extra-Leben oder so sein. Dann haben wir hier Bomben. No Weed. Was? Was zur Hölle ist No Weed? Ach so, da steht's. No Kraut. Scharfstellen bitte. Das will ich jetzt lesen. No Kraut. Gibt es fürchterliche Bauchschmerzen, wenn er etwas davon isst? Aha. Tess mag kein Weed. Schön. Was haben wir hier noch? Ein Auto. Bei Tess. Ja, warum nicht?
im Dschungel. Kann man immer gebrauchen. Ja, was haben wir noch? Fabrik, der Urwald, das sind dann vermutlich die Level oder so. Island, ja, darf nie fehlen in einem Videospiel. Möglichst viel Eis. Die Mine haben wir auch noch. Und dann ist da nicht mehr wirklich viel. Was die Taztekischen Ruinen. Versteht ihr? Aztekisch, Taztetisch wegen Taz, ne? Ihr wisst schon. Und das Nest des Riesenvogels. Okay, wir wollen also dieses Ei haben, nehme ich an. Handhabung der Kassette. Ja, ja. Hier, so hält man die. Ganz einfach. Gut, Leute. Viel Spaß mit Tasmania. Ich hoffe, das wird gut. Tasmania. Ja gut. Wir drücken mal ein paar Tasten. Start natürlich, ja. Und ja, Optionen brauche ich nicht. Wir starten das Spiel. So. Oh, wir kriegen noch bisschen Story. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Habe ich jetzt kein Interesse dran. Oh, die Familie. Wisst ihr noch? Oh, wie cool. Oh, ich mochte die Schildkröte. Die war fantastisch. Und ja, scheinbar brauchen sie irgendwelche, von großen Vögeln und so weiter, ne? Aber das ist natürlich nur eine Legende. Aber das ist Tess egal, er hat Hunger auf die Eier. Und weg ist er. Tolle Story. Und dann sind wir da oben. Wüste oder wie? Könnte sein. Was können wir denn? Wir können, das machen. Wir können das machen. Wow, nicht so schnell. Wir können springen. Kann... Was? Ja, was jetzt? Muss ich jetzt irgendwie darauf springen? Ja. Was ist das da? Stirb doch mal! Was? Seht ihr da im Hintergrund die Zeichnung? Da oben? Okay. Treibsand. Ich habe Angst vor diesem Stein. Kann ich nochmal Feuer speien? Wie habe ich es jetzt gemacht? So. Aber jetzt kann ich mich nicht mehr drehen irgendwie. Doch. Kann ich. So. Aha. Okay. Muss ein bisschen in die Steuerung reinfinden zuerst, aber... Okay. Okay. Was ist das hier? Warum will er das nicht essen? Jetzt ist er's. Warum auch immer er... Was war das jetzt? Er bewegt sich ein bisschen ungut. Ich kann diese Steinviecher nur kaputt machen. Das hat er jetzt von alleine gefressen. Das habe ich ihm gar nicht befohlen. Was ist jetzt das hier für ein Schall? Für ein Schall, sollte ich sagen. Der rutscht hier umher, das ist nicht mehr normal. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Speicherpunkt gekriegt, nehme ich an. Dann haben wir hier wieder so eine Krabbe. Das hier wird wieder genommen, scheinbar. Und dann? Die Musik ist hier übrigens auch 1A, ne? Möchte ich sagen. Oder kann ich da irgendwo hochgehen? Moment, jetzt müssen wir jetzt timen. Da, oh, tatsächlich! Ha, Spiel? Ich kann dich lesen wie ein Buch. Nee, eigentlich nicht, aber... Ja, die Musik ist echt toll. Nicht. Hab ich noch Feuer? Hab ich. Hier versink ich wieder? Okay. Muss ich jetzt warten, bis der Typ hier kommt? Ja, muss ich scheinbar. Was mache ich mir jetzt, wenn ich hier kein... Ich habe kein Feuer mehr jetzt. Gut, dann springe ich halt einfach rüber. Ja gut, es muss nicht immer von allem ein Spiel geben. Das ist leider so, aber... Viele Entwickler sagen sich, cool. Okay, dann halt nicht nach oben, aber speichern. Immerhin das. Ich sehe nichts. Ich springe einfach mal. Okay, hat gepasst. Oh. Hier geht's Richtung Ei. Wir haben es geschafft, cool. Okay, das Spiel funktioniert wenigstens, aber... Die Steuerung ist ziemlich murkelig, möchte ich mal anmerken. Aber gut. Nehmen wir das hier mit. Kann ich wieder Feuer speien? Kann ich da raufgehen? Nee, aber da oben sind Bomben und wieder so ein rotes Etwas. Hallo Krabbenvieh?
Hallo Steinvieh. Ich kann jetzt irgendwie kein Feuer mehr spucken. Warum? Ich kann auch nicht hier hochgehen. Warum kann ich auf gewisse Steine rauf und auf gewisse nicht? Das irritiert mich ein bisschen. Irritiert mich halt echt. Gehen wir da hoch. Friss das, Tess. Noms. Yes. Oh, jetzt fällt er wieder runter. Da komme ich aber nicht hoch. Wo soll ich denn hingehen? Oder schaffe ich es denn von hier? Ah, von... Ja, gut, das hinterfrage ich jetzt nicht. Ich kann die nicht töten. Da, was? Komische Sprungphysik hier. Von hier komme ich nicht darüber. Ah, von hier kann ich den... Ah, von da oben kann ich den riesigen Sprung machen. Bis darüber, ja. Und nun? Muss ich wieder darüber gehen. Wenn der Steintyp denn mal... weggehen würde, was er nicht tut scheinbar. Muss ich ihn jetzt zuerst wieder darüber locken? Das ist doch irgendwie ein bisschen bescheuert, oder? Komm her. Kannst du noch weiterkommen? Ja, ein bisschen. Komm, 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 komm. Komm her. Ja, jetzt bin ich da runtergefallen. So, wir warten. Dieser Nieser muss rausgeschnitten werden. Und jetzt gehen wir. Und das passt. Okay. Ich fresse mal wieder so einen Gastank. Und dann sehe ich nicht wohin. Doch jetzt. Stirb! Dann Blind Jump. Das ist immer gut. Das ist ein roter Stern. Was? Jetzt bin ich unbesiegbar. Man sieht sehr spät, was man machen soll. Beziehungsweise, wohin man springen soll. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Na... weil ich nicht gesehen habe, was da ist, kann ich jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich meine, zugegeben, es ist nicht viel, was wir bereits gemacht haben, ja. Aber, es ist halt nicht wirklich so übersichtlich, wie ich es gerne hätte. Man erkennt so wenig. Warum sind diese Steinteile da? Die kenne ich überhaupt nicht aus dem Anime. Oder aus dem Zeichentrick, wie auch immer. Was? Man sieht doch kaum was. Doch bescheuert. Dann da unten. Na, ich kann da... Was? Leute, Blind Jumps. Und ich kann euch nicht zerstören. Oh, das ist ein gutes Spiel, Leute. Überhaupt nicht frustrierend. Nee, nee. Das macht Spaß. Ich meine, ich mag ja Tess. Wie gesagt, ich mag Tess, aber... So, hier dieses erzwungene Spiel gerade. Mein ernsthaft... kann nicht so genau springen. Jetzt hier sehe ich zum Beispiel dann nichts mehr. Ja, und dann lande ich hier. Kann ich es bereits hier vergessen. Mehr oder weniger. Hier muss ich jetzt ganz weit springen, oder wie? Ja, dann habe ich hier Bomben. Ja, das war jetzt eine Falle, oder wie? Toll. Das kann ich ja wissen. Jetzt kann ich wirklich wissen, was da eine Bombe liegt. Wo ich hingehen muss, ja, und dann ist es eine Falle. Dann nehme ich an, ich will hier hoch. Weiß ich aber halt nicht. Sieht alles genau gleich aus. Von hier sehe ich jetzt wieder nichts mehr. Wenn ich jetzt wieder runterfalle... Ja. Ich bin jetzt irgendwo gelandet. Wo auch immer. Wo jetzt? Hier rüber. Wenn man ein bisschen mehr sehen würde, ja, dann wäre ich wirklich ein Fan von. So, immerhin den erledigt. Ist ja links noch was? Ja, wow. Normaler Gegner, den wir... Aber wow, in unserem... Oh, Leben. Ja, das wird einfach aufgenommen. Ja, in unserem Angriffsmodus sind wir ziemlich schnell unterwegs. Sieh es an. Ups, das hätte ich jetzt bestimmt gebraucht. Aber dann falle ich bestimmt irgendwo runter und dann kotzt es mich an. Oben ist nochmal ein... Hier oben sind sogar drei Leben. Wie komme ich jetzt dahin? Müsste ich mich bestimmt irgendwo fallen lassen. Warum ist da eine Brücke? Was jetzt? Oh, eine böse Bombe. Ja, wieso? Er frisst die automatisch. Ich muss gar nichts drücken, damit er sie frisst. Wird ich jetzt da vorbeikommen sollen, bitte? Oder vielleicht... Nein! Ich wollte so durchdashen. Hat irgendwie nicht geklappt.
muss das nächste Mal testen, wenn ich nochmal eine sehe. Ja, und die war hinter diesem Ding versteckt. Das ist fair, das ist fair. Toll. Ah, ist wirklich cool. Okay, so klappt's auf jeden Fall. Muss einfach überall so... Ey, und genau da, wo ich lande, liegt diese verdammte Bombe. Wie dumm ist... Oh, und dann kommt wieder sowas. Wenn man nicht... Ey, wenn man nicht weiß, was kommt, ist das sowas von dämlich. Seht ihr? Ich weiß nicht, was kommt. Ich falle und ich bin tot. Ich muss nicht mal den Fressbutton drücken oder so. Und... Ey, wenn man fällt, dann klappt es auch nicht immer. Nein! Ey, die Steuerung ist so bescheuert, Leute. Und dann ist wieder der da, den ich natürlich nicht sehen kann. Nein! Ey! Das ist so dumm! Das ist so dumm, Leute! Ey, man... Was? Ja, mach nochmal. Das ist so dumm. Man fällt da, ja. Darf ich wieder von vorne beginnen. Oh, was für ein Hauptboss. Was für ein Hauptboss. Komme ich jetzt wieder relativ schnell da hoch? Natürlich nicht. Oh, das war jetzt wirklich dumm. Man sieht überhaupt nichts, versteht ihr? Oh, das war die falsche Taste. Man sieht nichts. Man muss da runterfallen. Und man muss richtig reagieren, obwohl man nicht weiß, was passiert. Man weiß ja nicht, wo die Bombe liegt. Natürlich, man kann ein bisschen nach links ziehen, ein bisschen nach rechts ziehen und so. Aber das bringt ja sozusagen nichts. Das ist eine 50-50 Chance, ja. Und auch hier. Ob ich hier richtig falle oder nicht? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das bitte wissen? Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm. Hier weit springen. Kann ich... Okay. Mir ist nichts passiert, weil ich unbesiegbar war zurzeit. Okay, immerhin das. Ja, das Level-Design ist wirklich total toll. Auch das Gegner-Design. Es sind wirklich ultra viele da. Alter, drüben waren Leben, oder? Nee, da war nichts. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre. Ich hätte beinahe ein bisschen geschrien, ja. Wo jetzt? Und ich bin wieder unten. Ich hoffe, ihr seht das Problem. Ich hoffe, ihr seht das Problem. Es sind Blind Jumps. Es sind verdammte Blind Jumps. Und dann sind da auch noch Gegner und Bomben, die sofort aufgefressen werden. Sobald man sich in der Nähe befindet. Man kann überhaupt nichts dagegen machen. So, hier. Darüber. Und dann sieht es genauso aus, als ob ich darauf landen könnte. Kann ich aber nicht. Ey, und diese Drecksviecher. Taz kann alles fressen. Alles. Aber das nicht. Das nicht, ja. Toll, und springen kann ich auch nicht, wenn ich in meinem Ultra-Tornado-Move bin. Das Spiel ist nicht gut, Leute. Ich sag's euch jetzt schon. Ich habe auch nicht mehr lange Bock drauf. Seht ihr, ich stehe jetzt hier am Rande. Ich sehe einfach nichts. Ich muss blind springen. Ich komme überhaupt nicht da hoch. Das ist gar nicht möglich. So, und jetzt hier muss ich komplett springen. Ganz weit. Und Attacke. Okay, wenn man das Level auswendig kennt, könnte man es schaffen. Ansonsten eher weniger. Ansonsten eher weniger. Das macht einfach keinen Spaß so. Das ist doch dumm. Seht ihr jetzt irgendwo irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich hin muss? Also ich nicht. Hier nach links geht's auch nicht. Ich springe einfach mal komplett weit, okay? Ja. Maximaler Sprung hat gepasst, aber... Jetzt da hoch, ja, das habe ich jetzt wieder gesehen. Aber... Nee, das ist einfach nur Quatsch. Das ist einfach nur Quatsch. Solche Blind Tiles. Wo ist mein Leben? Da ist mein Leben. Nimm es! Verdammte Scheiße. Ich möchte dieses Level jetzt beenden. Im Idealfall hätte ich gerne so ein... ne? Sag's mir. Ein Ei, ja. Nein! Er hat aufgehört, sich zu drehen! Das ist sowas von bescheuert! Das ist echt sowas von bescheuert! So, und jetzt hier, ne? Nach links ziehen. Das hat gepackt. Da ist wieder dieser Haufen Scheiße da. Und nun? Ich habe kaum mehr Energie. Gott, verdammt. Gib mir das. Ja, ich könnte jetzt halt wieder nach rechts durchdashen, aber wenn da so ein Steintyp steht, dann habe ich ein Problem. Ja, genau.
Genau so einer. Ja, verdammte Scheiße. Frisst das Ding jetzt. Ja, aber irgendwie kann ich jetzt kein Feuer mehr spucken. Warum? Ja, dahinter ist bestimmt eine Bombe, oder? Nee. Okay, ich habe das Level immerhin geschafft. Mein Gott. Es wird von Level zu Level toller und spannender. Immer noch die Wüste. Okay, das Level sehen wir uns noch kurz an. Und dann habe ich, keine Lust mehr. Wobei, wenn es jetzt kein von unten nach oben Level mehr ist, dann könnte es ja eigentlich hinhauen, oder? Ja. Ja, was wollt ihr von mir? Was? Was muss ich denn machen? Ah, draufspringen einfach nur. Hört auf, das Zeug zu essen. Okay, immerhin. Das gibt's auch noch. Ich weiß nicht mehr, wie die beiden hießen. Ey, ich bin doch drauf gelandet. Wie oft muss ich euch treffen? Fünfmal? Das war jetzt Nummer... Dreimal habe ich es jetzt. Ich glaube, es ist leichter, wenn ich in ihre Fahrtrichtung springe. Sie haben mich nicht erwischt. Ich sie aber auch nicht. Was auch immer. Das klang gut. Habe ich jetzt ein Ei gekriegt? Nee, habe ich nicht. Aber wir haben immerhin einen Bosskampf geschafft. Spannende Sache. Was hier? Oh, Acme. Kann ich hier rein? Nee. Das ist ein Auto. Toll. Noch ein Auto. Toll. Acme-Kiste. Was? Was ist jetzt passiert? Er hat die Kiste auf sich selbst fallen lassen und ist deswegen... Was? Was? Was soll ich jetzt damit? Was soll ich jetzt damit? Ich kann irgendwie nicht klettern, kann ich... Wo kann ich denn hochgehen? Hä? Irgendwo muss ich hochgehen können, aber wo? Hier? Wirf sie jetzt mal ab, danke. Da kann ich nicht hoch. Total verständlich, was ich hier machen soll. Wir... Nicht dahin werfen. Dahin, so. Aber... Von ihr aus komme ich wieder nirgendwo mehr hin. Ist total unübersichtlich. Wo kann ich raufstehen und wo nicht? Tut mir leid, aber ich sehe es nicht. Vielleicht da. Ja, da. Toll, ne? Und dann? Ist wirklich nicht... Ja! Hier sind überall Schalter. Damit kann ich nicht agieren. Ja, und genau da, wo ich hinspringen muss, steht die Bombe, ja. Ich habe hier schon genug Probleme. Kommt sie doch mit so einer scheiß Bombe... Ey, diese Bomben, ja, das ist die größte Scheiße überhaupt. Immerhin ist es gerade ein bisschen besser, weil man... Nee, man sieht halt nicht, wo es lang geht und wo nicht. Das ist dumm. Jetzt hier wieder... Oh, Essen. Jetzt hier wieder einen Kilometer weit, nichts, und da ist wieder eine Bombe, toll. Ey, einfach random Bomben hinpacken, da, wo man hinfällt, ja. Und jetzt? Ich geh einfach da durch. Keine Ahnung, ob mir das wehtun würde oder nicht. Das tut mir weh und deswegen bin ich tot. Leute, Spiel gefällt mir nicht. Tut mir leid. Das war's für heute mit Game zum Montag mit dem Spiel Death Mania. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!